So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Im letzten Part haben wir der Gefangene von Azkaban zu 100% abgeschlossen und gleiches tun wir heute mit Harry Potter und der Feuerkelch. Ich werde euch zeigen, wie ihr an allen Leveln alle Wappenteile, alle Schüler angefahren und alle Charaktere bekommt. Timestamps dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und los geht es bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Der Schülerangefahr befindet sich gleich am Anfang rechts in einer kleinen Kabine, die er mit mit Reduktor aufsprengen müsst. Weiter auf diesem großen Platz findet ihr das erste Wappenteil hinter einem Schwarzmagierzelt und auch einen weiteren Charakter hinter einer dunklen Kugel. Ja, ist ein bisschen schwierig, das euch in diesem Abteil so ein bisschen klar zu machen, wo was ist. Und außerdem im gesamten ersten Abteil, also auf dem gesamten Zeltplatz, sind 8 solche Feuerstellen verteilt, die ihr einfach mit einem Wasserbottich löschen müsst, der direkt daneben steht. Ist mal mehr, mal weniger erkenntlich, wo die sind, aber ich denke, mit diesem Video, mit dieser visuellen Hilfe bekommt ihr es, denke ich mal, ganz gut hin, wo die ungefähr sein sollten. Für dieses Level braucht ihr unbedingt einen Ravenclaw-Schüler, der bekommt so an sich keinen, ihr müsst den euch aus Hogwarts holen. Ich werde euch das in einem späteren, oder wahrscheinlich schon im nächsten Part zeigen, wo ihr die bekommt. Dann im zweiten Abschnitt, da braucht ihr direkt den Ravenclaw-Schüler, bei diesem zerstörten Zeltplatz schon fast, möchte ich sagen. Hier zwar noch nicht, aber hier kriegt ihr einen weiteren Charakter, nämlich Ginny im Kapuzenpullover. Des Weiteren müsst ihr 5 Magier in Gefahr retten sozusagen, mal sind die hinter Feuer versteckt, mal unter Kisten vergraben. 5 davon in diesem zerstörten Gebiet. Ich denke, man sieht ganz gut, wo sie sind anhand des Videos. Ich denke, ihr bekommt dorthin, einmal kurz vorm Schluss dann von diesem Gebiet. In dem letzten Gebiet ist hier gar nichts mehr, also in dem, wo ihr da die Todesser besiegen müsst. Und das letzte Wappenteil haltet ihr hier eben, wenn ihr eben einen Ravenclaw-Schüler habt. Denn ihr müsst hier ein paar silberne Objekte sprengen. Dort dann ein Bild ausgraben mit Krummbein und der hier verlangt einen Ravenclaw-Schüler. Ich habe sogar den einfachen Ravenclaw-Schüler genommen. Es gibt nicht so viele zur Auswahl. Von daher werde ich euch da im nächsten Part zeigen, wo ihr relativ viele Charaktere bekommt. Im nächsten oder übernächsten, nein, im nächsten Part, sagen wir es so. Dafür gibt es das letzte Wappenteil. Den letzten Charakter gibt es auch da, wo ihr den Trank zusammenbrauen müsst. Da gibt es nämlich Barty Crouch Jr. Und damit haben wir alles in der Quidditch-Weltmeisterschaft. Ist ein Level, wo es ein bisschen schwierig ist, euch das alles so genau zu visualisieren, gerade mit dem Feuerstellen. Da kann ich euch nicht so genau zeigen, wo die jetzt sind, weil, ja, wie soll ich das besser machen, als so wie ich es gemacht habe. Also in der Form, wie ich es mache mit diesem Schneiden. Und ich hätte jetzt natürlich das Ganze zeigen können, wie ich es abgelaufen bin. Aber das hätte ja auch keinen Sinn gemacht, würde ich sagen. Da war ein kleiner Schnittfehler drin, upsala. Aber egal, ist nicht so dramatisch. Kommt vor, kann passieren. Ja, aber an sich ist das alles kein Problem, sage ich mal, das zu finden. Auf diesem großen Platz müsst ihr halt selber ein bisschen rumlaufen und dann werdet ihr auch alles finden, da bin ich mir ganz sicher. Und dieses Video soll euch eine kleine Gedankenstütze geben. Im Level 2 Drachen ist es dann wieder etwas einfacher, es ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Hier gibt es zwar auch Sammelgegenstände, aber nicht so schlimm. Dieses Wappenteil habe ich zuerst verpennt, obwohl ich es am Anfang ausprobiert hatte, aber irgendwie kam ich hier drauf, dass ich ganz oft die gelbe Taste spielen muss. Ich glaube, man muss die 5-mal spielen und dann erscheint das Hufflepuff-Wappenteil. Deswegen auch das letzte, was ich eingesagt habe. Genau. Dann weiter im Level gibt es mal wieder schwarze Kisten, wo Charaktere drin sind, nämlich der Durmstrang-Schüler. Ebenfalls bei dem dritten Drachen ist das. Ist so ein Skelett an den Ketten. Das müsst ihr einfach mal runterholen mit einem Schwarzmagier und dann eben das Skelett ein bisschen angeln lassen. Und das Skelett sollte euch Wappenteil Nummer 2 bescheren. In meinem Fall ist es dann Wappenteil Nummer 1 gewesen, aber ich habe es euch extra so geschnitten, dass es nachvollziehbar ist, an welcher Stelle die kommen. Weil der Xylophon-Drache kommt vor diesem Drachen hier. Genau. Aber an sich kein Problem. Dann gibt es ein weiteres Wappenteil für 9 Lampen, die auf der ganzen Map so ein bisschen verteilt sind, beziehungsweise im ganzen ersten Bereich. Ich glaube, ab dem zweiten Bereich sind die schon nicht mehr. Also ihr müsst 9 Lampen im gesamten ersten Bereich finden und zerstören oder anschießen, besser gesagt.
sind eigentlich relativ offensichtlich, wenn man denn weiß, dass man sie anschießen muss. Wenn man es denn weiß, sind es offensichtlich. Wenn man es nicht weiß, dann denkt man vielleicht nicht unbedingt an die. Aber wie gesagt, dafür gibt es Wappenteil Nummer 3. Einen weiteren Charakter gibt es in diesem Gebiet auch noch, wo die letzte Lampe steht. Dafür braucht er Griffhook. Und dort ist dann Cedric im Pullover versteckt. Und ihr habt schon gesehen, ein weiteres Wappenteil befindet sich auch noch hier. Und zwar müsst ihr die Ketten dort wegsprengen und dann diese Kiste einmal runterholen. Nachdem ihr das getan habt, gibt es was zum Zusammenbasteln, nämlich einen kleinen Miniaturdrachen. Aber dieser Miniaturdrache hilft euch dabei, am Wappenteil Nummer 4 zu bekommen. Am Wappenteil Nummer 4 zu gelangen. Sagen wir es mal so. Ja, das Slytherin-Wappenteil gehört danach euch. Und auch der wahre Zauberer. Ja, war nicht so schwer, den hier zu bekommen tatsächlich. Dann im nächsten Abschnitt befindet sich gleich am Anfang ein Charakter. Nämlich der tolle Drachentomteur. Ob man den jetzt braucht oder will, ist so eine andere Sache. Und im gleichen Atemzug befindet sich auch der Schüler in Gefahr in einem Safe. Ungewöhnlicher Ort für einen Schüler in Gefahr, aber warum nicht, ne? Warum nicht auch mal einen Schüler in Gefahr im Safe verstecken? Kann man schon mal machen. Genau, und das war dann auch dieses Level. Ja, an sich eigentlich ein relativ nachvollziehbares Level, wenn man denn auf die Idee kommt, hier das Xylophon zu spielen. Halt, ich meine, der Drache gibt da einen gelben Schnarchlaub von sich, nur habe ich irgendwie nach dreimal aufgegeben, weil ich dachte, alle guten Dinge sind drei, aber in Wahrheit waren alle guten Dinge dann doch vier oder fünf. Aber ist auch scheißegal. Hauptsache, macht das so wie ich. Spielt fünfmal die Taste des Game-Telefons, also nachdem er eingepennt ist, erst müsst ihr ja sowieso die Mission sozusagen spielen, dass er eben überhaupt erst einschläft und danach, wenn er dann ganz oft die gelbe Taste spielt, erhaltet ihr ein Wappenteil. Genau. Weiter geht's in die erste Aufgabe. Ein Level, wo es schwierig ist, einen Wappenteil und den Schüler in Gefahr zu gleichen Teilen zu bekommen, also kommt drauf an. Gleich am Anfang, hinter diesem Feuer, versteckt sich ein Charakter, nämlich Cedric in der Drachenaufgabe-Uniform. Des Weiteren müsst ihr den Drachen hier die Felsen erst zerschmettern lassen, das seht ihr hier mit dem Schweif, der greift hin und wieder mal an und dann müsst ihr sie mit einem Schwarzmagier zerstören, oder vollständig zerstören, besser gesagt. Dafür gibt es Wappenteil Nummer 1. Genau. Charakter Nummer 2 befindet sich hinter dieser schwarzen Kugel, die auf dem Weg liegt, ist es Harry in der Drachenaufgabe. Weiter geht's dann mit diesen drei kleinen Kügelchen, die kommen im gesamten ersten Abschnitt so ein bisschen so vom Himmel herabgefallen, zerstört diese einfach mit einem Schwarzmagier und ihr erhaltet Wappenteil Nummer 2. Wappenteil Nummer 3 habe ich schon im Storyverlauf schon mal gemacht, ihr müsst die Blöcke so anordnen, wie die Ritter im Hintergrund die ihre Rüstungsteile haben. Der eine hat ein blaues Teil, der andere ein grünes, der andere ein rotes. Und wenn ihr das in der Reihenfolge angeordnet habt, dann erscheint das Gryffindor-Wappenteil. Und dann auf der Flucht gibt es zunächst einen Charakter, gleich wenn ihr reinkommt. Dann etwas später gibt es auf der linken Seite ein Wappenteil und im gleichen Raum ist noch der Schüler in Gefahr. Den habe ich aber zu spät gesehen und muss den nachholen. In diesem Schrank ist der Schüler in Gefahr versteckt und wenn ihr ihn dann gerettet habt, dann läuft er mit euch vor den Drachen weg. Ob er nun so wirklich außer Gefahr ist, ist da die zweite Frage, aber naja, nö. Hauptsache ist erstmal aus dem Schrank befreit. Hauptsache erstmal eine Sache. Ja, ansonsten gibt es ja alle Charaktere in ihrem Drachenaufgaben-Outfit. Und die Wappenteile an sich sind eigentlich auch kein Problem, wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt. Sagen wir es mal so. Gerade, beziehungsweise nachdenken muss man eigentlich gar nicht bei den Wappenteilen großartig, außer bei der Treppe, sage ich mal, bei dieser rot-blau-grünen Treppe. Aber ist auch wurscht. Den Schüler in Gefahr haben wir auf jeden Fall auch gerettet. Und dafür gibt es ein paar goldene Steine. Wenn hier im Abspann ein paar Schnippfehler sind, dann tut mir das sehr leid, aber manchmal ist es nicht so ganz zu vermeiden, dass es nicht ganz schöne Übergänge sind. Das nächste Level ist das gefühlt kürzeste Level, was es jemals gibt und geben wird. Aber es war ja auch in der Story schon ganz schnell abgehakt. Also von daher, gleich am Anfang befindet sich eine schwarze Kiste mit der maulenden Myrte im Badeanzug. Ob man das nur haben will, ist die zweite Frage, aber egal. Dann auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eine schwarze Kiste mit dem Schüler in Gefahr da drin. Der sich relativ spielfreut, aber ist auch egal. Dann gibt es in diesem ersten Bereich drei Fackeln. Die müsst ihr einfach mit Wingardium Leviosa, ja,
entzünden, anzünden. Und dafür gibt es Wappenteil Nummer 1. Wappenteil Nummer 2, oder hole ich einen Charakter erst, erhaltet ihr in dieser Kiste mit Ridiculous. Verzaubert, was auch immer aus der Kiste kommt. Und kurz danach erscheint ein weiterer Charakter, nämlich Cedric Diggory. Ohne irgendwelche Zusätze. Hatten wir ja noch nicht. Dann müsst ihr diese vier Kisten im Bad zerstören. Diese vier Badschränke nenne ich sie jetzt mal. Und ihr haltet das Lissimum-Wappenteil. Das dritte Wappenteil gibt es ebenfalls in diesem Bereich. Nachdem ihr die Muschel dort rausgeholt habt, zieht mit einem starken Charakter an dem dann erscheinenden Hebel. Und Wappenteil von Gryffindor kommt heraus. Dann im unteren Abschnitt gibt es den Rest. Einmal ein Charakter. Hier in diesem Bereich hinter einem weiteren Badkasten gibt es Fleur mit der Seeaufgabe. Und des Weiteren mit Hermines Buch schaltet ihr Wappenteil Nummer 4 frei. Sobald ihr alle Runen entziffert habt, gibt es dafür das Ravenclaw Wappenteil. Und das war ein wirklich, wirklich schnelles Level. Ganz im Gegensatz zum nächsten, was gleich folgt. Ich hoffe, ihr erkennt alles. Bei der Seeaufgabe sieht alles gleich ausgefüllt und von daher finde ich es unfassbar schwierig, das nachvollziehbar zu machen. Die Seeaufgabe und das Labyrinth sind unfassbar schwer nachvollziehbar zu machen, weil halt alles relativ gleich aussieht, aber ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Gerade auch die Muscheln gleich im zweiten Abschnitt, denn ihr müsst ein paar Muscheln zerstören, die über den ganzen ersten Abschnitt verteilt sind oder auch andere Wesen hervorrufen. Ja. Es ist ein bisschen undurchsichtig und auch dadurch, dass das Level so dunkel ist, ist das schon schwierig, aber dafür hat man jetzt ja ein einfaches Level. Ich denke, da wird keiner Probleme haben bei diesem Level und auch beim wahren Zauberer wird hier keiner Probleme haben. Der Schwarze See sieht da schon ganz anders aus, da musste ich auch den wahren Zauberer nachholen. Gleich am Anfang im Vordergrund gibt es Charakter Nummer 1, Harry in der Seeaufgabe, also wenn ihr einmal rüber geschwommen seid sozusagen, nach vorne in den Vordergrund. Dann müsst ihr einmal in den Hintergrund, da wo die Krake kommt, nicht nach rechts, wo die Krake ist, weiterschwimmen, sondern in die entgegengesetzte Richtung, also nach links. Und dann kommt ihr auf so einen Abhang hinauf und dort ist ein Skelett im Boot, welches den Schüler in Gefahr verbirgt. Genau, das seht ihr aber auch schon, wenn ihr im Vordergrund seid. Also ihr seht das schon im Vorfeld, wo dieses Boot ist. Dann gibt es, wie gesagt, 9 Muscheln in diesem gesamten ersten Abschnitt. Sie sind mal mehr, mal weniger gut versteckt, aber die sind relativ klein, von daher nicht immer ganz gut zu sehen. Aber ich denke, mit diesem Hilfevideo werdet ihr ungefähr sehen, wo sie sich befinden. Wie gesagt, mal mehr, mal weniger gut versteckt. Gerade die, die sich dann zwischen Algen oder im Vordergrund befinden, das sind wirklich schwierige Muscheln. Oder halt, gerade weil die auch so klein sind, man sieht die nicht unbedingt. Ein Tipp wäre natürlich auch wild um sich zu schießen, aber ich glaube, das bringt nicht unbedingt was. Die kommen dann nicht an die Muscheln heran. Aber wenn ihr die neuen Muscheln habt, gibt es das Ravenclaw-Wappenteil. Dann gibt es im zweiten Abschnitt, glaube ich, eine schwarze Kiste. Dort befindet sich ein Skelett drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im zweiten Abschnitt ist. Sucht diese Meereslevel wirklich gut ab. Ihr werdet alles finden. Also ihr müsst wirklich von oben nach unten einmal alles so ein bisschen durchschwimmen. Gut, an die Oberfläche müsst ihr nicht. Aber das Skelett verbirgt dann auch das Lissimum-Wappenteil. Oder die Steine dahinter. Des Weiteren gibt es in dem Abschnitt noch einen Charakter. Ich weiß nicht, was ich angeschossen habe, aber da muss irgendwie eine Kiste drin sein, in der der Gitarrist drin ist. Ich weiß nicht, was es ist, was das war, aber es ist an der gleichen Stelle mit dem. Hier, das habe ich ja schon im Storyverlauf fast geholt. Und zwar, ihr müsst, glaube ich, alle Wege von der Tinte befreien und dann geht die Krake weg und das Wappenteil erscheint. 100% sicher bin ich mir nicht. Aber ich denke, es ist so. Dann im letzten Abschnitt ist der Krummhai, der ist in einer Kiste versteckt. Und dann über das gesamte Level verteilt findet ihr immer mal wieder solche lustigen Algen, wo dann solche komischen Viecher dran gehen. Das ist im ersten Abschnitt zum Beispiel. Das ist wirklich ganz am Anfang im ersten Abschnitt, da wo auch der erste Charakter war ungefähr. Also im Vordergrund da, wenn ihr nach links schwimmt am Anfang, nachdem ihr einmal im Vordergrund gekommen seid. Dann ist das einmal irgendwo gleich nach so einem kleinen Abhang hinab. Ich glaube im zweiten Abschnitt, kann aber auch noch im ersten Abschnitt sein. Ich glaube kurz bevor ihr diesen Fisch zusammenbasteln müsst, müssten die zwei sein. Und das letzte ist dann, wenn ihr jetzt die Anker auf der linken und rechten Seite besiegt habt, dann kommen da diese Algen raus. Die müsst ihr mit Wingardium Leviosa an den Stein bringen. Und dann kommen auch wieder unsere Freunde, die Tintenblobfische. Keine Ahnung, was die sind. Auf jeden Fall kommen die dann. Ist ein bisschen schwierig, das so richtig
zu sehen, aber dafür gibt es das letzte Wappenteil. Kommt man vielleicht auch gar nicht so unbedingt drauf, weil diese sind doch schon ein bisschen schwieriger versteckt und man sieht sie nicht unbedingt, diese Algen. Aber sie sind da. Ansonsten, die Charaktere waren ja relativ leicht, aber ja, wie gesagt, das Schwerste sind, glaube ich, die Muscheln und diese komischen Blobby-Fische, die wir hier bekommen müssen. Also es ist ein bisschen schwieriger nachvollziehbar zu machen, aber ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Ich hoffe, es ist mir gut gelungen. Genau, den wahren Zauberer muss ich hier tatsächlich nachholen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, da alles zu bekommen. Aber ihr bekommt das mit Sicherheit hin. Und wenn nicht, halt beim zweiten durchspielen, da ist ja, wie auch gesagt, dann jeder Charakter ein blauer Statwert und der Schüler in Gefahr sogar ein lilan. Und nun geht es in das letzte Level für dieses Let's Play, beziehungsweise für dieses Video. Der schwarze Lord kehrt zurück. Relativ am Anfang findet ihr gleich eine schwarze Labyrinthwand. Da müsst ihr einfach mit einem schwarzen Magier rein und dort mit Krummbein an der einen Stelle graben. Und das Ravenclaw-Wattenteil erscheint. Genau. Einen weiteren Charakter gibt es ein bisschen versteckt, da wo auch diese eine Blume ist, direkt daneben, neben diesem. Also ihr müsst durch das Labyrinth durchgehen und dann werdet ihr es finden. Und dann ist da eine Ridiculous-Truhe, die ihr nicht sehen könnt. Aber ihr hört sie. Dann weiter im Level findet ihr nochmal eine schwarze Wand, die führt euch dann zum Gryffindor-Wattenteil. Und weiter in dem Bereich findet ihr dann auch noch einen Charakter, wenn mich nicht alles täuscht. Ja genau, einfach wieder graben und ihr haltet Victor in der Seeaufgabe. Genau, der Schüler in Gefahr ist relativ am Ende, da wo die Sphinx auch wartet. Dort findet ihr den Schüler in Gefahr. Dann gibt es in Mitte des ersten Abschnitts oder im zweiten Abschnitt diese 5 Schlingpflanzen. Die werden sich bis zum Ende des Levels ziehen. Oder sagen wir mal bis zur Mitte, bis kurz vor Ende des Levels ziehen. Auch in dem Bereich mit der Sphinx. Zerstört diese mit Lumos und der alte Wappenteil Nummer 3, das Hufflepuff-Wappenteil. Jetzt, diese Aufgabe erstreckt sich über das ganze Level und fängt schon im Nebellabyrinth an, sag ich mal. Und zwar müsst ihr 8 von diesen auffällig gelben Blumen anschießen und blühen lassen sozusagen. Genau. Hier gleich am Anfangslabyrinth, dann eine da, wo wir schon die Reticulus-Truhe hatten. Ja, ihr seht ja ungefähr, wo die jetzt so ungefähr sind. Das ist jetzt schon bei der Sphinx. Die letzten zwei sind bei der Sphinx, so viel kann ich euch verraten. Und tatsächlich gibt das einen Charakter und kein Wappenteil. Hat mich auch verwundert, aber so ist es. Und dann das letzte Wappenteil erhaltet ihr im Kampf gegen Voldy. Ihr müsst einfach 3 Skelette tanzen lassen. Macht es am besten entweder zu zweit oder lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und versucht nicht Voldemort aus Versehen anzugreifen. Lasst euch da gar nicht aus der Ruhe bringen, wechselt die Charaktere und alles wird gut und ihr haltet das Lissimum-Wappenteil. Damit habe ich euch alles in den Leveln gezeigt. Es war mal mehr, mal weniger schwierig, euch das alles so, sage ich mal, sinnvoll zusammenzuschneiden. Aber ich denke, gerade bei diesen Teilstückaufgaben kommt ihr, glaube ich, ganz gut zurecht, wenn ihr euch so ein bisschen an der Umgebung orientiert, die ich euch da präsentiert habe. Wie gesagt, und sonst schaut es euch nochmal an, der Timestamp ist wie immer in der Videobeschreibung, da steht auch zu welchem Wappenteil und so weiter und zu welchem Charakter. Ansonsten machen wir in den nächsten Parts dann wahrscheinlich mit Hogwarts weiter. Ich weiß selber noch nicht, wie ich es mache, ich habe noch nichts dazu aufgenommen, aber ich bin selber gespannt. Hab noch 2 Wochen ungefähr, bis ich euch das präsentieren muss. Aber ich denke, das werde ich auch in einer zusammengeschnittenen Form machen. Vielleicht mache ich erst irgendwie die Schüler in Gefahr, dann die goldenen Steine und roten Steine und so weiter. So ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber ich denke, dass wir jetzt schon mal durch die Level durch sind, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen und hilft euch hoffentlich auch schon mal weiter. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und ihr habt einen Freund, der auch an irgendeinem Wappenteil oder Charakter verzweifelt, dann teilt gerne das Video mit ihm. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es ist, würde ich mich wie immer über einen Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist ebenso gern gesehen. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann mit Hogwarts in jedem Falle wieder. Bis dahin, sage ich Schizikowski, euer FlassTV. Bye bye!